Kennt ihr Öllampe aus Gurkenglas? Ich möchte euch das gleich beibringen, wie man das macht. Und bevor ich euch das beibringe, muss ich erstmal schon wieder ein paar Bierpowers machen gehen. Zwei Bierpowers. Also werde ich jetzt zu dieses E-Center hingehen. Ich bin draußen und ich befinde mich jetzt gerade vor dieses E-Center. Und jetzt werde ich ein Bier kaufen gehen. Ich war gerade bei dieses E-Center drin gewesen und ich habe mir ein Bier gekauft. Und heute schon wieder ein König Pilsener, von beim letzten Mal, wo ich das getrunken habe. In Dose. Es hat mir sehr gut gefallen. Und von daher entspannt Bier trinken. So, ich habe gerade das Bier entspannt ausgetrunken. Und jetzt werde ich auf ein neues Bierpower-Mitglied grüßend Bierpower machen gehen. Ich grüße dich, Fabian. Und ich wollte mich an Jochen M. für das Schmerzensgeld für Hirnfrost bedanken. Und weil dieser auch großzügiger war, werde ich darauf jetzt auch ein Bierpower machen gehen. Bierpower. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt werde ich nach Hause gehen und das Tutorial beginnen. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und jetzt beginnt das Tutorial, wie man aus einem Gurkenglas eine Öllampe baut. Und dazu braucht man ein Gurkenglas, der leer ist, ohne Gurken und Gurkenwasser drin. Pflanzenöl. In meinem Fall Rapsöl, aber es klappt auch mit Sonnenblumenöl und noch weiteren pflanzlichen Ölen. Schnürsenkel, aber ganz wichtig, dieser Schnürsenkel muss aus 100% Baumwolle bestehen, weil sonst klappt das nicht. Das klappt aber auch mit anderen Baumwollstoff, wie zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Stück von einer Hose oder T-Shirt oder so etwas, aber Hauptsache 100% Baumwolle. Und damit kann man, und weil das hier, das wird ein Docht sein. Deswegen braucht man den. Dann ein Feuerzeug, eine Schere und ein sowas hier. Also so eine Spitze, damit man irgendwie ein Loch oder sowas machen kann. Das wird auch gebraucht. Das erste, was man macht, ist dieses Gurkenglas hier hinstellen. Das zweite, was man macht, ist mit so einer Spitze hier ein Loch reinbohren. Direkt in der Mitte. Danach macht man diesen Gurkenglas auf. Jetzt spritzt man da Pflanzenöl rein, in meinem Fall Rapsöl. Ich habe jetzt so viel Rapsöl da reingespritzt. Je mehr Öl man da reinspritzt, desto länger hält das. Aber ich habe das jetzt erstmal so viel gemacht. Als nächstes nimmt man hier diesen Schnürsenkel aus Baumwolle oder einen anderen Stoff aus Baumwolle und schneidet den hier mit der Schere irgendwie kleiner, also zurecht. Als nächsten Schritt tunkt man das in diesen Öl rein. Jetzt nimmt man dieses Stück und macht das hier durch dieses Loch und jetzt abwarten. Bis dieser Rapsöl sich in diesen Docht hier hochgezogen hat, in diesen Baumwollschnürsenkel. Und dann kann man gleich anmachen. So, währenddessen das hier jetzt gerade eingezogen hat, habe ich mir zwischendurch noch Fressen gemacht. Und jetzt werde ich das hier jetzt anmachen. Oh Scheiße, anders als erwartet ist nach 10 Minuten meine Öllampe ausgegangen. Das heißt, dass das damit, also hier mit diesem Schnürsenkel, nicht richtig geklappt hat. Und jetzt dachte ich mir, ich versuche das hier mit dieser Zewa-Rolle, mit so einem Zewa-Dingstuch. Und das damit klappt. Ich glaube, genauso mache ich das. Also werde ich jetzt das hier aufschrauben. Jetzt ist das da reingefallen. Genau, das hier wegschmeißen.
jetzt so ein Zewa-Dings nehmen, so ein Blatt von dieser Rolle und ganz fest hier zusammen machen. Oder beziehungsweise ich mache die Hälfte davon. Weil ich denke, das reicht dann mit der Hälfte. Genau, und jetzt das hier zu einem Docht umformen. So, jetzt wo dieser Blattzewa aussieht wie so ein Docht, werde ich das hier jetzt in dieses Öl hier reintunken. Und jetzt werde ich diesen Zewa-Blatt, was jetzt in diesen Öl angetunkt ist, hier durchschieben in dieses Loch. Und jetzt werde ich das anzünden. Und prüfen, ob das jetzt klappt. So, es sind jetzt 5 Minuten rum und guck mal, wie klein diese Flamme hier aussieht. Die ist gerade ausgegangen jetzt. Ich erkläre diesen Versuch hier für gescheitert, weil ich glaube, dass dieser Gurkenglas einfach viel zu groß dafür ist. Und deswegen probiere ich das jetzt hier mit diesem Pfefferglas. Der ist leer, den wasche ich jetzt einmal aus und dann probiere ich das damit nochmal. Ich habe jetzt dieser Pfefferglas abgewaschen und jetzt werde ich hier das hier aufmachen, diesen Docht einmal entnehmen und hier guck mal, ich habe hier noch einen Trichter, den werde ich hier draufstellen und jetzt diesen wie heißt das Ding nochmal, diesen Rapsöl von hier drin hier umfüllen. Also, ich habe das hier jetzt erfolgreich umgefüllt. Und hier, ich probiere das doch mal mit diesem Schnürsenkel, den habe ich gerade zurechtgeschnitten, dass das hier perfekt reinpasst. Und guck mal, dieser Deckel von dieser Pfefferdose, der hat hier Löcher drin. Und da werde ich das hier jetzt so reinstecken. So, perfekt. Und jetzt werde ich das hier reintunken. In dieses Öl komplett. Und direkt zumachen. So, ich bin gerade pinkeln gegangen und dieser Docht hier vorne, der sieht vollgesogen genug aus. Also ihr wisst Bescheid, dass das hier randvoll ist, dieser ganze Öl. Und jetzt probier ich mal, ob das damit klappt. Und ach ja, es ist jetzt 0:45 Uhr. Oder ja genau, 0:45 Uhr. Und da habe ich das hier angemacht. Warte, guck mal, wie das aussieht. Das schmilzt jetzt gerade diesen Deckel hier weg. Und prüfen, ob das gleich genauso brennt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, es ist jetzt 1/2 Stunde vergangen. Warte, guck mal, diese Variante mit wie heißt es nochmal, mit diesem Pfefferglas, das funktioniert. Also das scheint zu funktionieren gerade. Weil guck mal, dieser Öl, der ist ja randvoll und deswegen, weil es im Öl rumschwimmt, scheint das so zu funktionieren. Und anstatt wie diese vorherige Variante mit diesem Gurkenglas, wo das jetzt nicht direkt im Öl lag, sondern in der Luft. Aber das hier scheint zu funktionieren, aber das ist auch nur vielleicht so viel wie so eine Kerze, ein bisschen mehr wie eine Kerze, diese Flamme hier. Aber genau, das sieht genauso aus, wie das aussieht. So, es ist 1 ganze Stunde vergangen und es brennt immer noch. Ich habe das jetzt mittlerweile hier auf meinen Tisch hier hingestellt. Hier, damit, solange ich hier jetzt gerade Video schneide, das hier im Auge behalten kann. So, es sind jetzt exakt 2 Stunden vergangen und das brennt immer noch. Sehr, sehr gut, so wie erwartet. Neuer Tag ist angebrochen, weil ich bin eingeschlafen und meine Öllampe ist ausgegangen. Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich kurz nach 4 Uhr morgens nochmal wach war, ganz kurz. Und diese Öllampe, die hatte da noch gebrannt. Also sprich, dass die auf jeden Fall weitaus über 4 Stunden gebrannt hat. Also sprich, das hat auf jeden Fall funktioniert, damit eine Öllampe zu bauen. Das finde ich voll cool, ich mag das.
Und hier, ich hatte ja mal ein Tutorial gemacht, wie man aus einer Thunfischkonservendose ja auch eine Öllampe baut. Und das werde ich euch unten verlinken oder im Abspann setzen. Und hier, ich glaube, diese Thunfischkonservendose, die hat ein bisschen länger gehalten als diese hier. Aber vielleicht hat diese hier auch noch länger gehalten, weil ich ja geschlafen habe. Und keine Ahnung, wann die genau ausgegangen ist. Und deswegen, ja, funktioniert beides. Und ja, und jetzt werde ich das Video beschneiden gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. Das hat wunderbar Bild. Findet ihr auch nicht auch?